Marie Bäumer in 3 Tagen in Quiberon. Lola hatte gerufen und alle waren sie gekommen zum Deutschen Filmpreis. Natürlich auch, um die abzuräumen. Das gelang am Freitagabend vor allem Regisseurin Emily Artef und ihrem Team mit 3 Tage in Quiberon. Im Mittelpunkt steht dabei die Schauspiellegende Romy Schneider, verkörpert von Marie Bäumer. Sie wurde als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Danke. Ich kann nur immer wieder sagen, es ist der Preis der künstlerischen Filmfamilie. Es ist bestimmt der berührendste Preis und ich vermute, dass Romy Schneider sich so gesehnt hat, aus ihrem Land diese Auszeichnung zu bekommen. Artefs Film bekam insgesamt 7 Preise, auch für die beste Regie. Franz Rogowski. Er wurde als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet für seine Rolle in der Liebesgeschichte In den Gängen. Ich wollte auch noch mal sagen, ich danke meiner Familie sehr, weil denen ist das alles, was hier passiert, total unwichtig. Und die haben mich vorher schon gemocht. Robert Gwisdek. Für den Preis beste männliche Nebenrolle bedankte sich Robert Gwisdek mit einer Rede direkt aus dem Krankenhaus. Seine kleine Tochter war am Freitagabend dabei, das Licht der Welt zu erblicken. Auch zur Begeisterung von Opa Michael Gwisdek. Den Abend eröffnet hatte Iris Berben als Präsidentin der Deutschen Filmakademie. Mit ernsten Worten und einer Botschaft an eine bestimmte Sorte Mann. Und es gibt die, die durch Einschüchterung und Mobbing Angst und Unsicherheit verbreiten. Und die, die immer noch nicht begriffen haben, dass wir selber entscheiden, für wen und für was wir uns entscheiden. Denen sei gesagt, eure Zeit ist vorbei. Auch Fatih Akin und Haak Boom konnten sich über eine Lola freuen, für Aus dem Nichts, für das beste Drehbuch. Boom erhielt außerdem die Ehrenlola. Der meist ausgezeichnete Film der Lola-Saison 2018, 3 Tage in Quiberon, war auch auf dem roten Teppich Gesprächsthema, so etwa bei Bäumers Cast-Kollegen Charlie Hübner. Dass jetzt die Emily für all ihre Mühe, dieses Ding hinzukriegen, so gefeiert wird in Form dieser vielen Nominierungen, dass Marie für dieses Wagnis, sich mit Romy Schneider einzulassen, so gefeiert wird, dass wir anderen auch diese Ehrung erhalten, das ist doch einfach nur sensationell schön. Ausgezeichnet oder nicht, auf dem Teppich hatten alle Gäste die Gelegenheit, das Objekt der Begierde, die Lola, aus der Nähe zu betrachten. Der Deutsche Filmpreis wurde am Freitag bereits zum 68. Mal verliehen.